Lego! Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich, Nacht und für alle, die es noch werden möchten. Liebster Doki Dok, was haben wir denn da? Wo ist er denn? Was haben wir denn da? Ja, wo ist er denn? Was hat er denn? Was glaubt er denn? Wer glaubt denn, dass der Grogu ist? Ein Wahnsinn. Nein, es ist nicht der Grogu, steht da außen drauf, es ist ein Kind. Stimmt eigentlich, wenn man das so, es ist, ja genau, also es ist von dem Mandalorian, es ist Sechild, sein Schild, die haben das S nur vergessen. Das ist ein Schild, Agents of Shield. Alter, wir sind da was auf der Schliche, auf der Sprünge. Agents of Kill, ja. Es ist ein Transformer, der sich aus einem Kill-Trog genau. in einen Schild verwandeln kann und ja. dann in... Das Kind. Und was? Und die Illuminaten dürfen auch dazu nicht vergessen. Ja. Gut, es ist jetzt der 31. März. Ich habe dieses wunderbare Lego-Set von meinem Papa zu Weihnachten bekommen. Ja, 3 Monate später kann man schon ein Review machen. Da haben sie die ganzen Meinungen jetzt ein bisschen beruhigt. Aufbau war ein Spaß. Wir schauen uns es einmal an. Und noch dazu muss man auch noch sagen, ja, was ist denn das? Es gibt ihn ja auch noch als Microfigur. Microfigur ist das eigentlich nicht. Eigentlich so ein Einnoppenteil. Hast du gehört? Ein Einnoppenteil. Ein Einnoppenteil. Genau. Wir haben eine wunderbare Anleitung. Wir haben aber leider Gottes auch einen Aufkleber. Warum auch immer. Und einen wertvollen Teiletrenner. Er wird nie wieder gesehen. Und etliche Sackeln, die im Prinzip wurscht sind, weil Baum. So, weil wir Baum. Begutachten zuerst einmal die Anleitung, weil warum nicht? Ist es fokussiert? Es ist fokussiert. Also es ist von der Firma Lego, das muss man auch dazu sagen, mit der Set Nummer 75318 vom The Mandalorian. Ausgekommen, glaube ich, im Jahr 2021 oder Ende 2020, das weiß ich, Ende 2020, Ende 20 oder Anfang 2020, ich glaube Anfang 2020 und ist eben wieder seine Buildable Figure. Ja. Man hat 8 Tüten, die wunderbar sind und man sieht, in welcher Tüte welche Steine drinnen sind, um den Baufortschritt genauestens zu begutachten. Es ist quasi ein Traum. So auf der schaut ein bisschen seltsam aus. Schaut ein bisschen, man weiß es nicht so ganz. Und wenn man jetzt, also so bautechnisch ist ja das ein Wahnsinn. Man baut ein Gerüst, dann baut man die erste Verkleidung, die zweite, dann die dritte, dann die vierte. Dann baut man die Hände, dann baut man den Kopf und dann gibt man den Kopf drauf und baut ihn fertig. Und den Ständer hat man auch. Also man bekommt einen Ständer. Man bekommt einen Ständer und das ist die ideale Anleitung, how to build house. Ich finde auch. Hinten sieht man dann nochmal, was für Figuren, was für Teile da drinnen sind und wie oft. Und dann wird dann natürlich wieder mal Werbung gemacht für ein Spiel namens The Skywalker Saga, was im Jahr 2020 herauskommen wird. Wir sind alle schon gespannt. Mittlerweile haben wir Ende März 22 und es ist für, glaube ich, in 1 oder 2 Wochen Mitte April angekündigt. Schauen wir mal, dann sehen wir eh, wir wissen es ja. Nicht so ganz. Auf diesem wunderschönen Bildchen, da sieht man lauter Legos. Wunderschöne Legolos. Es ist ein Traum, oder? Was sagst du? Absolut. Es ist ein Traum. Man sieht eigentlich hauptsächlich nur die Minifiguren. Aber es ist okay. Ja, ich habe es gerade gedacht, ob das da alles nur die Minifiguren sind oder ob das Lego-Set auch aus mehr besteht als nur den Minifiguren. Ja, ich meine, da sieht man jetzt 2 Mal, sehe ich gerade das Set. Das ist es Battle Pack. Also eigentlich ist es nicht betitelt mit Battle Pack, aber ja, um 30 Euro. Warum nicht? Lego, danke. Wir freuen uns. Und da sieht man dann nur mehr die Figuren von der 501. Aber okay. Und da halt mit einem Walker und mit einem Speederbike. Wurscht! So, jetzt schauen wir uns das Kind an. Wie ist denn das Kind? Das Kind ist hier. Das Kind ist ein bisschen beleidigt, deshalb schaut es jetzt da gerade mir entgegen und nicht in die Kamera. Na komm her, Puppe. Grogu, komm her. Ja, wo ist er denn? Da ist er. Er ist jetzt ein bisschen schüchtern, deshalb lässt er die Ohren hängen. und hat den Mund zu. Man kann den Mund nämlich auch öffnen. Yes. Genau.
Also er ist jetzt ein bisschen sonderbar. Ja. Wir haben noch einen zweiten, der spielt gerade da hinten, deshalb sind das die Geräusche. Aber okay. Also für die Funktionen war es das eigentlich schon. Also man kann die Ohren bewegen, man kann den Mund öffnen und schließen, fast so wie bei einem echten Menschen, ist das nicht großartig. Und dann kann man da die Hand bewegen. Ja. Bitte sehen Sie sich diese Funktionen an. Aber zum Spülen ist das ja nicht. Das ist ja eigentlich nur, das ist genauso wie die Helme. Die kauft man sich und stellt man sie irgendwo hin, wenn man erwachsen ist, aber doch ein Lego mag. Und halt Star Wars sollte man auch lieben. Und wir wissen natürlich alle aus der Serie der Mandalorian, die Kugel, die er vom Mando gekriegt hat am Schluss, wenn es abgeschraubt worden ist. Es war ein Spaß für Groß und Klein. Es ist ein Spaß für Groß und Klein. Die Augen finde ich cool. Das sind, kriegen wir einen Focke zusammen? Wir kriegen einen Focke zusammen. Und man das sieht, so die Pupillen, schaut aus wie Kotzen an. Er hat im Prinzip. Wobei, ich glaube, er hat ja nur schwarze Knopfis. Also ist er schon lieb. Vor allem, wenn er so ein bisschen vom Leben enttäuscht ist. Haar hat er keine, aber das ist originalgetreu. Da wächst es ein bisschen. Schaut eigentlich wie die perfekte Lego-Vorlage aus für etwas, das in einem Horrorfilm lebendig wird. Zum Gefäß eines der Seele eines Massenmörders wird. So Chucky-like. So eine kleine Lego-Figur, die dir dann nachläuft. Und jetzt gehen wir. Jetzt habe ich Angst. Ja, danke, jetzt träume ich nicht mehr, er bei mir daheim hinstellen. Aber schau, jetzt, Alter, jetzt hast du ihn beleidigt. Es gibt dann seinen Kopf so ein bisschen schief. Ist okay. Da löst er sich ein bisschen auf. Er ist ein sehr emotionales Wesen, das muss man schon sagen. Ein sehr emotionales Wesen. Er ist ein sehr emotionales Wesen. Das klingt gut. Dumbo-Ohren zum Wegfliegen, das ist schön. Und dazu gibt es natürlich noch einen Ständer. Bei Ständer braucht man. Man muss schon dazu sagen, ich glaube, das Set hat 80 Euro gekostet. Da verstehe ich schon Lego. Also da kann man das nicht printen, da muss man Aufkleber aufgeben. Ist aber natürlich jetzt bei einem teuren Set genauso. Also wenn man sich irgendwie ein großes Raumschiff kauft oder dergleichen und das so ständig hat, die sind ja auch nicht bedruckt. Da ja, hat man einfach mehr Spaß, da hat man Klebespaß. Da muss man Lego eigentlich dankbar sein. Danke Lego, tolle Firma. ja, nichts bedrucken, weil man kann das da ja vielleicht noch brauchen. Da muss man es runterglätzeln und hat eins um 80 Euro. Aber die kleine Figur ist cool, die taugt mir. Die wollte ich auch haben. Ein Mini-Grogo. Wobei, er ist der Grogo, er ist halt ja nicht größer. Ein Mini-Kind. Der ist so klar, der wächst noch. Der, ja. Der ist ein Wachstum und frisst täglich 7 Kilo Schweinsbraten. Genau. So, während wir da wieder so ein wunderschönes Bild zusammenbasteln, dann machen wir jetzt aber die Figur ein bisschen so auf und dann lunzt er da hinein und alles sind glücklich und wir haben vielleicht einen Fokus, wenn es wahr ist. Warum auch nicht? Denn wir haben hier eine Anleitung und der Grogu spechtelt hier hin und alle freuen sich und alles ist super, alles ist toll. Frieden und Liebe und so. Um 80 Euro. Um 80 Euro, das darf man nicht vergessen. Da gehen wir jetzt daher, weil wir kennen uns. Gut, jetzt habe eigentlich ich die meiste Zeit geschwafelt, 8 Minuten 35 lang. Was sagst denn du dazu? Ich meine, man muss ja ehrlich sagen, er hat ja den Mandalorian nicht gesehen, soweit ich informiert bin. Genau. Er hat auch nicht, The Book of Boba Fett hat er auch nicht gesehen, dieser Frevel. Weil es gibt ja Überschneidungen, also Spoiler für alle, die die Serie noch nicht gesehen haben, es gibt ja Überschneidungen, weil es ist nämlich derselbe Regisseur, der John Favreau, oder wie er heißt, nämlich der... Der Happy. Fast Lucky Happy. Ja, nein. Ist es. Aber man kennt den Gedankengang. Ja, und der war ja ein riesen Star Wars Fan, und deswegen hat er gesagt, er macht was, und Mandalorian ist so gut angekommen. Dann hat er mit The Book of Boba Fett angefangen, ist fast noch besser angekommen. Und klar, weil wenn man beide Serien schreibt, also mitgestaltet oder der kreative Erschaffer ist, ich sage immer kreative Erschaffer dazu, dann kann man da Parallelen machen. Und nachdem du mit dem jetzt dann nicht so viel am Hut hast, was sagst du, wenn du dieses Lego-Set siehst? Weil es ist ja schon ein bisschen was anderes, ja? Es ist jetzt nicht so ein Haus oder ein Raumschiff, sondern es ist eine Figur, die man sich hinstellt. Was sagst du dazu? Was empfindest du dabei? Was empfinde ich, wenn ich etwas Ästhetisches sehe?
Ja. Etwas höchst Ästhetisches. Vielleicht eine Erektion. Ja, ist steil. Also mir ist der Gedanke nicht so ganz vertraut, jetzt zum sagen, ich kaufe mir extrem viele Legos, die man dann als Deko irgendwo hinstellt. Mir auch nicht. Ich hasse sowas. Weißt du, Erwachsene, die sich Lego kaufen? Nein, ich kann mit den Leuten nicht. Ich kann mit diesen Leuten, das sind keine Menschen. Genau. Ja. Nein, muss man sagen. Die Figur ist auf jeden Fall schick und das mit den ganzen neuen Star Wars Serien ist ein Grund, auf jeden Fall mal was nachzuholen. Ich finde es auf jeden Fall ein Qualitätsmerkmal, dass diese ganzen neuen Serien jetzt nicht nur ihr eigenes Repertoire aufmachen, sondern sich auch bei Figuren, bei Waffen, bei Schiffen, bei was auch immer an Sachen bedienen, die schon da waren. Weil einfach nur sagen, wir spielen alles im gleichen Universum, sagen kann man viel, aber ob man das jetzt im Detail auch einarbeitet, das ist einfach ein Qualitätsmerkmal. Ja, das stimmt. Wenn man das so macht. Und dann, das ist die Liebe dann. Genau. Und ein Baby Yoda ist, wenn man jetzt mal ganz zu den Mandalorian-Anfängen zurückgeht, wie am Anfang genannt worden ist, ist auf jeden Fall eine schöne Idee, da im Detail die ganzen Serien und filmischen Erzeugnisse ein bisschen mehr miteinander zu verknüpfen. Und das ist ein schönes Beispiel dafür. Ja, finde ich auch. Ein schönes Beispiel. Okay. Genau. Es ist halt Stille. Genau. Nein, es ist halt eben was anderes. Ist jetzt nicht so eine Szene, die nachgespielt wird oder sonst irgendwas. Es sind so baubare Figuren. Baubare Figuren. Aber Eidetsch. Österreich. Nun, hey. Finde ich, ist eine eigene Wissenschaft. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von solchen Figuren. Der gefällt mir unheimlich gut. Noch dazu ist es ein Weihnachtsgeschenk gewesen von meinem Papa. Natürlich kriegt er da einen Ehrenplatz. Und aus, komm, es ist Star Wars. Ja, es spielt im Star Wars-Universum, es ist cool. Absolut. Und Mandalorian und, wie ist das gegangen? Mandalorian und Book of Boba Fett sind die Pulsschläge, die Star Wars am Leben erhält. Und ich finde das ein wundercooles Zitat. Oh, schönes Schlusswörtchen. Finde ich auch. Also kann man so lassen. Ha? Genau. Also jetzt haben wir 12 Minuten 35, haben wir dumm geschwafelt. Jetzt wird es wieder Zeit, dass wir das Video beenden, weil wir keine Zeit für so einen Blödsinn da hätten. nein, wirklich. Das ist ja Stress. Ja. Also im Großen und Ganzen bist du begeistert. Also kriegt es einen Daumen runter, einen Daumen rauf oder einen Mittelfinger-Daumen. Also so. Ein Mittelfinger-Daumen. Es kriegt einen Daumen rauf. Es kriegt einen Daumen rauf. Sind wir alle froh. Grogu freut sich auch. Wir alle freuen sich und das Leben ist schön, hätte ich gesagt. Absolut, das Leben ist schön. Ja. Insofern. Grüß euch. Und Tüdelü.